jetzt nicht aus dem Essener Anhang, sondern aus dem Gotteslob für alle Bistümer. Nummer 430. Wir singen das schöne Lied von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten treu und still umgeben. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von will das alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böse Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bitten, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Für alle, vor allem hier in Amerika, die das Lied vielleicht nicht so ganz gut kennen, habe ich gestern auf Facebook einige Dinge über das Lied und Dietrich Bonhoeffer gesendet, aufgestellt, damit wir alle wissen, wer Dietrich Bonhoeffer war und unter welchen Umständen das Lied entstanden ist. Es ist eine schöne Tradition, die ich aus Deutschland kenne, dass wir besonders so am Anfang des Jahres das Lied singen und mit dem Gedicht auch um Gottes Segen bitten. Gott der Zeit und der Ewigkeit, an der Schwelle zum neuen Jahr bitten wir dich um deinen Segen. Segne uns, erfülle du uns mit Glauben, damit wir in Treue zu dir und uns selber unseren Weg durch diese Zeit gehen. Segne uns, erfülle du uns mit Hoffnung, damit wir mit Zuversicht Schritte wagen auf unsere Mitmenschen und die gemeinsame Zukunft. Segne uns, erfülle du uns mit Liebe, damit wir die Güte im Herzen tragen und mit Wohlwollen das Leben mit den anderen teilen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich für unser gemeinsames Gebet hier aus Bridgeport und ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, uns allen, hier ein gesegnetes und schönes Jahr mit allen Tagen erfüllten mit Segen und Schutz. Und bleiben Sie gesund. Bald streamen wir andere Gottesdienste auf Deutsch. Ich glaube, das wird jetzt schon eine kleine Tradition hier. Ich möchte Sie alle recht herzlich einladen, immer
mit uns, virtuell oder auch hier in der Kirche, auf Deutsch zu beten. Bleiben Sie gesund und Gott segne und beschütze Sie.